herzlich willkommen zu diesem grandiosen FKT-Video. Liebe Freunde. Wie geht's euch, liebe Freunde? Ja, wie geht's euch? Wir haben heute einige Themen für euch. Nein, ich lüge, wir haben nur ein Thema für euch. Die Interessierten von euch wissen, dass wir schon relativ früh in Berlin waren und wir gesagt haben, hey, wir können dazu noch nicht genau sagen, was wir da treiben und haben das Ganze so ein bisschen mysteriös gehalten. Genau. Aber heute lösen wir es auf. Und zwar wurden wir von Leuten eingeladen, die ihr Handwerk verstehen. Dem Handwerk. Es ging bei der ganzen Sache um einen Abschlussstreich. Und in Zusammenarbeit mit einigen Abschlussschülern ist was Nices entstanden. Wenn ihr euch jetzt da draußen fragt, oh mein Gott, was hat es damit auf sich? Was ist das für ein Projekt? Worum geht es hier? Erster Link in der Beschreibung haben wir euch das natürlich verlinkt. Schaut rein, Freunde. Aber jetzt kommen wir zum unglaublichen Material. Unglaublich. Es ist unglaublich. Unglaubliches Material. Unglaubliches Material. Unglaublich. Schauen wir jetzt rein, oder? Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Freunde, wir sind jetzt auf dem Weg und wir haben hier so einen mega nicen Bus. Ich zeig euch den mal. Hier ist der View nach vorne. Achtung. Hier der Crime Energy, der muss natürlich an Bord sein. Können wir ein bisschen lauter machen? Die ganzen Leute wussten also alle nicht, dass wir da waren. Es war ein so geiles Event wirklich und wir sind auch sehr dankbar, dass wir daran teilnehmen durften. Und wir können euch als Abschluss jetzt nochmal eine Kurzfassung erzählen, wie das bei uns persönlich war. Ich fange mal ganz schnell an, es geht ganz schnell weiter hier. Ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, da gab es zwar auch einen Abschluss-Abi-Streich, aber der war so low, das brauche ich gar nicht erzählen, Wasser umkippen, richtig schlecht. Nichts im Vergleich zu dem, was wir hier getrieben haben. Bei uns an der Schule haben diese Leute sich dann immer so eine Kutsche gemietet und solche Wasserballons so mit Farbe gefüllt und sind dann so durch die Innenstadt gefahren und die Passanten mit diesen Farbballons so abgeworfen. So mega asozial. Wir haben es auf jeden Fall mega gefeiert, dass wir sowas nachholen konnten, was wir in unserem Leben vielleicht verpasst haben. Endlich. Ich hatte auch nicht mal irgendeinen Abi-Streich oder irgendwie alles nicht miterlebt, Freunde. Also nochmal ein großes Danke an alle Schüler, an die Schüler, mit denen wir es geplant haben, an das Handwerk, dass wir dieser Aktion teilnehmen durften. Ladet uns gerne wieder ein, wir sind an jeder Schule wieder dabei. Wir sind da. Und wie wir ganz am Anfang schon gesagt haben, es lohnt sich auf jeden Fall. Es wurde ein mega fettes, viel krasseres Video als das, was wir euch jetzt gezeigt haben, gedreht von dem Event. Schaut einfach mal rein. Dann würde ich sagen... Wollt ihr uns loben? Gebt einen Daumen nach oben. Ich bin der Meister der Reime. Tschüss, Freunde. Paprika. Paprika.